herzlich willkommen im zweiten Tag der Buchmesse in Frankfurt 2017. Wir haben bereits Donnerstag und die Zeit rennt. Und wir sind wieder auf dem Messegelände. Mein Auto steht übrigens da hinten. Ganz cool, direkt nah am Eingang. Achso, und da ist der Martin. Hallo.
Wetter nicht genial heute. Also ich muss leider sagen, es ist absolut kein Messewetter. Das ist kein Messewetter, ne? Nee, das ist viel zu schön für die Messe. Das ist viel zu schön für die Messe, genau. Wir waren gerade noch mal eben kurz am Auto, weil Martin muss gleich los. Weil, Martin, erzähl, warum musst du gleich los? Weil ich gleich einen Vortrag halten soll über das Buch Bloggen und über den Kontakt zwischen Bloggern und Autoren. Und dazu gibt es natürlich dann auch ein Video, was ihr euch angucken könnt. Und ja, vielleicht verlinkst du das ja, falls das später kommt. Ja, natürlich. Und da kann jeder Neugierige dann mal reinschauen. Genau, so sieht's aus. Also eigentlich wollte ich tatsächlich filmen, aber weil Michelle nur heute hier ist, habe ich gesagt, ich bleib doch auf der Messe. Und wenn es ein Video gibt, was dann jemand anders filmt, dann kann ich das ja auch im Nachhinein angucken. Und du bist zu groß für das, wir passen nicht beide hier rein. Dann gehe ich mal kurz in die Knie. Genau, und genau, ich werde das Video auf jeden Fall verlinken, wenn es dann da ist. Also schaut in die Infobox. Sie hat gerade einen Absturz gemacht. Ich sehe nichts, aber hallo. Ja. Wahrscheinlich hat man uns gar nicht gesehen. Doch, die Sonne kommt also ja dich, von da. Dich, ja, dich habe ich gesehen. Aber ist ja auch egal. Das sieht man auch. Wenn du was sagst. Hallo. Ich sehe bestimmt vielleicht ein bisschen abgeschnitten. Wir haben ein sehr gutes Wetter heute. Es ist sehr hell. Es ist sehr hell und wir haben kein Messewetter. Ich glaube, du bist zu klein für meine Kamera. Ach was, bin ich zu klein?
der Messe. Blocken vor allen Dingen. Ja, egal. Mittlerweile ist die Luft ein bisschen raus. Messe ist aber, also der Tag ist auch schon fast vorbei. Und ja, wir sitzen noch ein bisschen. Gemütlich. Achso, nein, wir stehen. Wir stehen nur noch ein bisschen frei. Ich habe kein Wort gehört, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, wir sitzen noch ein bisschen, als ich gesagt habe. Das hat sehr gut gepasst. Nein, der Tag ist fast zu Ende. Es ist auch mega anstrengend. Die Luft ist schon ein bisschen raus. Also auch aus dieser Luft tatsächlich wortwörtlich. Wortwörtlich, genau. Wir haben gerade noch tolle Menschen getroffen. Siehe Luftdorn und Ursula Poznanski. Und wir haben schon geknuddelt und viele Fotos gemacht und heimlich gestorben. Was auch immer Michelle da unten macht. Ja, viele tolle Menschen getroffen. So, weil ich es gestern Abend irgendwie verpeilt habe, noch eine kleine Abmoderation zu drehen, bekommt ihr diese jetzt, hui, im Auto. Martin fährt, also chaotisch. Okay, nein, das war auch schon wieder der Donnerstag und ich nenne ihn liebevoll den Menschentrefftag. Wir haben so viele Menschen gesehen. Wir haben abends tatsächlich noch den Wolf Dorn getroffen beim Drömer Knauer Stand. Das war irgendwie so mit das Highlight. Also eigentlich war es das Highlight. Also abgesehen davon, dass Michelle ja da war und die ist heute nämlich leider, also am Freitag leider nicht mehr da. Ja, genau. Nein, also es war irgendwie der Menschentrefftag. Ich habe ganz viele Fotos mit ganz vielen Menschen gemacht. Ein paar Menschen fehlen immer noch. Ich hoffe, dass ich sie jetzt am nächsten Tag treffe und genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es ist unheimlich viel passiert. Ich habe meine Füße platt gelaufen und das werde ich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen ändern, denn so viel Laufen ist nicht mehr drin, so viel Laufen ist echt nicht mehr drin. Es ist jetzt Halbzeit, also Ende vom Donnerstag ist Halbzeit für mich gewesen und ja, anderthalb Tage stehen noch bevor. Wenn ihr diese anderthalb Tage noch sehen wollt, dann schaut doch gerne in meinem dritten Video vorbei. Wenn es schon online ist, ist es garantiert unten in der Infobox verlinkt. Da es vermutlich noch nicht online ist, wenn ihr dieses Video relativ frisch seht, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns vielleicht in den Kommentaren. Bis zum nächsten Messetag.